Ich bin jetzt schon seit 4 Jahren dabei, mir ein autarkes Leben aufzubauen. Dafür habe ich mir vor über 1,5 Jahren 2,8 Hektar Land gekauft und bin hier richtig viel am Arbeiten. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich endlich einen riesen Meilenstein erreicht habe. Beziehungsweise noch nicht ganz. Wir sind hier jetzt gerade in dem Gästebereich. Und ihr kennt es, ich habe dieses Jahr damit angefangen, das zu bauen. Und jetzt kann ich tatsächlich meine ersten Gäste empfangen. Und seit 2 Tagen habe ich auch einen ganz besonderen Gast. Einer meiner YouTube-Zuschauer hat mir eine E-Mail geschrieben. Und ich finde das mega geil. Wir installieren hier jetzt gerade ein Solarsystem, aber auch ein richtig gutes. Das heißt, hier kommt ein Schaltschrank hin. Das Geile ist, er hat auch einen Haufen Werkzeug mitgebracht. Hier wollen wir da einen Anschluss machen. Er wohnt hier jetzt in dem Zelt drin. Das ist jetzt alles für meine Gäste. Das habe ich zum einen gebaut, damit ich hier einmal Freunde und Familie empfangen kann, aber auch um Helfer zu haben. Und jetzt spüre ich es zum allerersten Mal, wie geil es ist, Hilfe zu haben. Hier soll dann das Solarpanel hinkommen. Dazu wird es wahrscheinlich dieses Wochenende noch ein Video geben. Es wird eine 3-teilige Serie, wie wir das ganze Solarsystem anschließen. Und heute ist Mittwoch. Ich mache wieder ein Uncut-Video. Das heißt, hier wird nichts geschnitten. Ich laufe einfach mal los, erzähle ich all die Neuigkeiten, die es hier gibt. Und genau. Deswegen, wir laufen jetzt mal Richtung Haus, weil ein spannendes Thema fängt jetzt an. Dadurch, dass der Gästebereich jetzt fast fertig ist, beziehungsweise ich jetzt auch Hilfe habe, kann ich mich jetzt endlich wieder auf meinen eigenen Hektar konzentrieren. Ihr wisst, meine 2,8 Hektar teile ich in 3 Bereiche auf. Einmal den Gästebereich für freiwillige Helfer, für Gäste, auch für Airbnb-Gäste und so weiter. Dann dieser Hektar soll mehr oder weniger wild bleiben. Ihr wisst, ich lebe hier mit vielen Füchsen, hier gibt es auch viele Wildschweine. Und ja, auch ein Grund dafür ist, 3 Hektar Land für eine einzige Person, merke ich immer mehr und mehr, ist viel zu viel. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt Gäste empfangen kann. Weil was hier auf dem Hektar hinter mir passiert, ist mir in Anführungsstrichen egal. Weil ich vertraue den Leuten, die ich hierher lasse. Ich bin da ja auch ein bisschen wählerisch. Ich lasse jetzt nicht jeden einfach hierher. Aber mit ihm zum Beispiel richtig, richtig geil. Da brauche ich nicht viel zu erklären. Beziehungsweise ich muss sagen, das ist jetzt auch ein neues Kapitel. Weil normal war ich immer in seiner Position. Die letzten 4 Jahre, beziehungsweise von vor 4 Jahren bis vor 2 Jahren, habe ich hier überall nur gevolunteert. Das heißt, ich bin zu Leuten hingegangen, habe für die gearbeitet und dafür Essen und Verpflegung bekommen. Und so ist es jetzt auch mit ihm. Ihr wisst, ich habe ein Low Budget. Ich kann ihn jetzt nicht mit allzu viel Essen versorgen. Aber deswegen gehen wir jetzt dann auch gleich in den Garten und gucken mal, ob es was zu ernten gibt. Also gibt auf jeden Fall was zu ernten, aber nicht viel. Ich wollte ja das Thema Selbstversorgung im Hinblick auf Lebensmittel dieses Jahr wirklich, wirklich ernst angehen. Und habe mich auch kaputt gerackert am Anfang des Jahres. So März, April, Mai, die Gartensaison, die war dieses Jahr so hart. Ihr wisst, in ganz Europa, wenn nicht sogar fast auf der ganzen Welt, war das Klima so kalt und so regnerisch, dass wir in vielen Ländern, vor allem in Europa, eine Schneckenplage hatten. Das heißt, die Schnecken haben schon mal meinen Garten aufgefressen. Ihr wisst, das Thema mit der Bewässerung ist bei mir auch ein großer Punkt, weil ich lebe hier off-grid. Ich habe unten, könnte man schon fast sehen, eine Strömung. Die trocknet aber normalerweise im April aus. Dieses Jahr hatte ich in dem Hinblick ein bisschen Glück, weil die erst Ende Juni ausgetrocknet ist. Aber die Feuchtigkeit hat halt natürlich auch die Schnecken angezogen. Von daher war das nur so lala gut. Dann hatten wir ja auch viele Froste. Also es war ja wirklich eindeutig das kälteste Jahr, das ich seit langem erlebt habe. Und by the way, trotzdem machen sie diese Wetterpropaganda, dass, ich weiß noch, irgendein Tag im Mai kam die Klimapropaganda. Oh, die Erde hat sich um 0,004 Grad erhöht. So ein Quatsch. Ich habe ja Energie- und Umwelttechnik studiert. Ich weiß ganz genau, dass es unmöglich ist, die Temperatur überhaupt so genau zu messen auf 0,04 Grad. Aber darum soll es nicht gehen. Frank, dein 1000 Liter Tank, der muss morgen wahrscheinlich wieder gefüllt werden. Ich habe heute Morgen meinen Garten gewässert. Und jetzt sind wir hier an meiner zukünftigen Baustelle. Da bin ich mal gespannt, wann ich hier wirklich anfange. Ich denke mal, für den Gästebereich werden wir noch eine Woche, vielleicht 1,5 Wochen brauchen. Aber ich habe mich jetzt entschieden.
Ich hatte ursprünglich vor, mein Haus weiter da unten zu bauen. Aber ich muss sagen, hier gefällt mir viel besser. Hier ist schon alles relativ flach. Ich muss das alles hier noch erstmal entgrasen und so weiter und flach machen. Und das muss ich auch erst machen, bevor ich so richtig mir vorstellen kann, wo genau das Haus hinkommt. Weil eine Schwierigkeit ist herauszufinden, wie groß ich das Haus überhaupt bauen will. Ich habe mich immer noch nicht fest entschieden, was für eine Art von Haus ich bauen will. Also zur Auswahl steht entweder ein Earthback-Haus mit Sandsäcken. Das heißt, man kauft ganz viele Säcke, füllt die mit Sand und stapelt die praktisch aufeinander und macht dann Außenlehm drauf. Das wäre eine Möglichkeit, aber Sand ist verdammt schwer und verdammt viel Arbeit. Die zweite Möglichkeit wäre ein Heuballenhaus. Das heißt, statt Sandsäcken macht man Heu. Das wäre schon mal viel einfacher und viel günstiger, das alles hierher zu transportieren. Und das Heu, das wächst hier auch, das kann ich dann wirklich hier lokal bekommen. Deswegen wäre das auch von der umwelttechnischen Sicht ein bisschen einfacher. Oder ein Fachwerkhaus. Für ein Fachwerkhaus hätte ich sogar fast alle Baumaterialien da. Da arbeitet ja man meistens mit Holz, mit Stämmen und die Wände sind dann geflochten und mit Lehm und Stroh gefüllt. Das Problem ist, ich vertraue der Wandstärke nicht so, weil ich will eigentlich schon eine richtig dicke Wand haben, damit ich ein richtig gut isoliertes Haus habe. Und ein Fachwerkhaus hat deutlich dünnere Wände und so ein Heuballen, der ist ja fast einen Meter breit. Das wäre dann schon geil, so eine dicke Wand zu haben. Ich habe jetzt schon in mehreren Lehmhäusern oder in mehreren verschiedenen Off-Grid-Häusern gelebt und diese Häuser, diese Lehmhäuser finde ich einfach die allerbesten. Und man kann da immer wieder nacharbeiten, man kann nach einem Jahr wieder ein bisschen Lehm nachmachen, nach zwei Jahren. Deswegen ist das so gut. Und ihr kennt das Video, mein Shelter hier. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich nicht hier wohnen will, weil die Sonne geht immer hier auf und das ist mir zu hart. Deswegen habe ich mir weiter hinten jetzt einen Stellplatz gemacht für mein Auto und jetzt werde ich erstmal wieder im Auto leben, beziehungsweise das ist ja eigentlich nur mein Schlafzimmer. Leben tue ich ja hier auf meinem Land. Ich habe eine Outdoor-Küche, ich habe eine Outdoor-Shower, ich habe alles Outdoor. Von daher dient mein Auto wirklich nur als Schlafzimmer. Und das genieße ich jetzt. Jetzt seit drei Tagen auch ein neues Gefühl, meinen Gast hier zu haben. Das heißt, wir essen zusammen, wir arbeiten eigentlich auch zusammen, aber ich merke jetzt auch gerade, wie beschäftigt ich bin mit meinen anderen Jobs. Ich habe heute Morgen und gestern Morgen 1,5 Stunden an meinem Freelancer-Job gearbeitet. Dann bin ich in die Küche, habe gefrühstückt, Kaffee getrunken mit ihm. Und dann musste ich nochmal andere Dinge am Computer machen. Und heute Morgen dasselbe. Jetzt bin ich auch hin. Er arbeitet schon sehr fleißig. Ihm macht es auch überhaupt nichts aus. Ich finde es so, so geil. Also er ist wirklich ein sehr selbstständiger Mensch. Und jetzt bin ich hier und drehe das Video für euch. Dann setze ich mich an den Computer, upload es. Das heißt, ich werde jetzt nicht viel arbeiten können. Aber genau das ist auch das Geile, hier einen Gast zu haben. Er hat alle Freiheit. Wenn er will, kann er jetzt natürlich einfach nur chillen und nichts machen. Und ja. Heute gibt es Mittagessen wahrscheinlich hier aus dem Garten. Ich finde es immer noch sehr traurig hier. Das war alles voll mit Gemüse. Dann bin ich nach Deutschland gefahren. Ich habe meinen Nachbar gefragt, ob er meinen Garten wässern kann. Und er hat diesen Ventil nicht richtig zugemacht. Und da ist hier der 1000 Liter Tank leer gegangen. Und ich habe auch den Fehler gemacht. Ich habe in Deutschland den Wetterbericht geschaut. Und wenn der Wetterbericht gesagt hat, es hat geregnet, habe ich meinen Nachbarn nicht gefragt oder habe ihm gesagt, er muss nicht wässern. Und das war, glaube ich, der Fehler, dass hier so viel ausgetrocknet ist. Aber was es überlebt hat, ist der Brokkoli, beziehungsweise der will schon in die Blüte schießen. Da sieht man, der wurde nicht oft gewässert. Ich habe hier die Chili-Pflanzen. Das ist sogar die Piri-Piri. Die konsumiere ich fast am meisten, immer diese Piri-Piri-Soße. Der Apfelbaum hat... Der ist jetzt 2 Jahre alt, hat bisher noch keine Früchte gegeben. Aber hier gibt es ein paar Tomaten. Hier hatte ich eine Hanfpflanze, die wurde aber männlich, die habe ich rausgerissen. Die Pfirsiche, die werde ich jetzt wahrscheinlich heute oder morgen auch ernten. Und hier war überall Gemüse, Karotten, rote Beete. Das ist alles gestorben. Ich hatte hier eine Zucchini gestorben. Der Rosenkohl hat es überlebt, finde ich sehr, sehr geil. Dann Brokkoli hat es auch überlebt. Ich habe hier einen Feigenbaum gepflanzt, der hat es überlebt, aber ich hatte auch hier einen Feigenbaum, der ist gestorben. Von daher wird es dieses Jahr vielleicht 1 oder 2 Mahlzeiten autark geben. Und ja, den Rest muss ich gucken, wie ich mir das Essen jetzt zubereite.
Aber das ist auch der Grund, warum ihr jetzt nicht mehr so viel off-grid autarken Content gehabt habt die letzten Monate. Weil jeder, der sich ein autarkes Leben aufbauen will, es dauert Jahre. Also wenn ihr alleine seid, wenn ihr kein großes Budget habt, wenn ihr nicht von einer Familie kommt, die bereits autark leben, so wie es früher war, dass die Eltern den Kindern den Hof vererben, so wie es früher funktioniert hat, so konnte jeder autark leben. Wenn man jetzt aus der Stadt kommt, so wie ich, so ein Systemling ist und auch viel an verrückte Sachen glaubt, dann wird es sehr schwierig, sich ein autarkes Leben aufzubauen. Weil ihr braucht ja natürlich erstmal das Land, ihr braucht die Erfahrungen, ihr müsst wissen, wie man Baumaschinen benutzt, ihr müsst wissen, wie man eine Kettensäge benutzt. Da steckt so viel dahinter, wie man Sachen einlegt. Das ist ein riesengroßes Thema. Und ich glaube, ich habe bisher schon so an die 16.000 Euro, das ist jetzt gerade so ein geschätztes Bauchgefühl, hier investiert. Und da mein Garten aber noch nicht so viel Essen gibt, dass ich davon leben kann, muss ich mir Lebensmittel noch einkaufen. Sowas wie Knoblauch lebe ich jetzt fast komplett aus dem Garten. Kartoffeln kann ich auch komplett aus dem Garten nehmen. Und deswegen war der Content jetzt auch viel ums Geld. Ich habe es jetzt endlich geschafft, mir ein Nebenkommen zu generieren. Das heißt meine Freelancer-Tätigkeit. Und jetzt habe ich auch endlich Zeit und Kopf dafür, überhaupt richtig zu arbeiten und auch für euch die YouTube-Videos zu schneiden. Weil das letzte Jahr war definitiv das härteste Jahr meines Lebens. Ich habe so lange ohne Geld gelebt. Auch das Thema Leben ohne Geld ist jetzt mehr oder weniger vorbei. Weil ich verdiene jetzt meine 200, 300, 400 Euro im Monat. Ich werde im November eventuell noch mal ein Experiment machen, wo ich versuche, ohne Geld zu leben. Aber jetzt, wo mein Garten so wenig hergibt, wird das dann wahrscheinlich auch eher wenig Geld. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Am 30. kommt ein neuer YouTube-Follower. Ich werde das in Zukunft wahrscheinlich alles viel anonymer halten. Für ihn war es jetzt okay, dass ich ihn filme und so weiter. Ihr werdet auch in den drei Teilen über Solarsystem, wie mein Solarsystem installiert, werdet ihr ihn viel sehen. Und für mich auf jeden Fall ein geiles neues Kapitel. Und jetzt auch immer jemanden hier zu haben, das ist so geil. Und er ist auf jeden Fall mega korrekt. Ich komme mega gut mit ihm zurecht, von daher ist es richtig, richtig geil. Und wir sind auch beide so gestimmt, dass wir uns gegenseitig einfach alleine lassen können. Jeder kann machen, was er will. Er ist jetzt nicht sauer auf mich, dass ich ihm nicht helfe. Und ich bin auch nicht sauer auf ihn, wenn er mir nicht hilft. Aber hier seht ihr mein Zuhause, mein Schlafzimmer. Hier mein neues Buch, das ich übrigens lese, The Brave New World. Ich habe mir von Jordan Peterson ein Buch gekauft. Und was ich jetzt neuerdings immer mache, dass wenn ich mir ein Buch hole von Jordan Peterson, dass ich google, was ist sein Lieblingsbuch, und das bestelle ich mir dann. Und Jordan Peterson Lieblingsbuch ist The Brave New World. Richtig geil, da geht es auch um Verschwörungstheorien. Das wurde 1931 während dem Zweiten Weltkrieg geschrieben, wo die Fließbandarbeit von Ford noch eine Verschwörungstheorie war, dass die Industrialisierung mit Kleinlohn eine Verschwörungstheorie ist. Da bin ich mal richtig, richtig gespannt drauf. Aber ja, die Stelle habe ich mir jetzt hier rausgesucht, das ist nicht mein Land. Deswegen darf ich hier eigentlich nichts bauen. Ich habe jetzt hier nur ein bisschen den Boden geebnet. Und hier werde ich jetzt dann erstmal bleiben. Bin mega gemütlich, bin die ganze Zeit im Schatten. Mein Hund muss ich noch ein bisschen dran gewöhnen. Sag ich mal Hallo zu Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Zuschauern. Hallo Kumba. Ja, dann bin ich froh, dass mein Akku gehalten hat, die Speicherplatz und alles. Und hoffe, die Neuigkeiten waren spannend für euch. Ich gucke jetzt, wie es mit dem Content weitergeht. Ihr kriegt auf jeden Fall ein Video pro Woche und ab sofort auch wieder Shorts. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns am Wochenende wiedersehen. Gute Zeit, euer Robin.